Guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Part inzwischen von Pokémon Nuzlocke, meiner allerersten Pokémon Nuzlocke Challenge. Und heute hole ich das nach, was ich am Montag eigentlich vorhatte, also im vergangenen Montag. Das heißt, ich will heute die zweite Arena schaffen und ich wollte gerade Team Rocket sagen, aber es ist Team Galaxy Hauptquartier, beziehungsweise ist es nicht das richtige Hauptquartier, wie ihr schon anhand des Titels lesen könnt, sondern es ist eine Zweigstelle, so könnte man es glaube ich nennen, aber wir holen uns jetzt erstmal wir holen uns das jetzt nicht im Wald, wir müssen sowieso in den Wald zurück, nachher, weil wir holen uns heute auch noch ein Geister-Pokémon, denke ich, auf jeden Fall gehen wir später noch zurück in den Wald, aber nicht jetzt, wir gehen jetzt erstmal weiter, aber wir stellen erstmal das Team vor. Das Team ist wie folgt, wir haben Starlight, das Jirachi, wir haben Gary, das Shaloko. Wir haben Kickfe, das Bi... Oh, jetzt muss ich doch hier gucken. Wie heißt das? Bidifas. Bleiben wir doch lieber hier. Bidifas. Wir haben Yui, das Manaphy. Der meiner Meinung nach wackeligste Kandidat für dieses Team. Weil wir haben eigentlich relativ viele Wasser-Pokémon. Also, was heißt relativ viele? Wir haben zwei weitere Wasser-Pokémon. Und Yui ist meiner Meinung nach das Schwächste. Wir haben Pebbles, das Kleinstein. Und wir haben Zuko, das Panpyro. Und dementsprechend packen wir, glaube ich, jetzt erstmal nach vorne Gary. Ich glaube, wir packen... Oder Moment, halt, stopp. Nein, das war nicht mein Plan. Ich habe vergessen, die Flottbälle zu holen. Egal, mache ich zum nächsten Mal. Das ist ein sehr spontaner Stream. Ich hatte einfach Bock. Du bist Wasser, okay. Nee, dann sollte alles okay sein. Ach, Trottel. So, Gary, nach vorne. Ganz gespannt. Ganz entspannt angeln. So etwas mögen Erwachsene. Okay. Da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's! Angler Jakob. Hallo Jakob. Oh, mir gefällt das Design vom Angler. So. Du bist vom Typ Wasser. Du hast noch nicht den Boden, weil ich weiß, dass Goldini potenziell Schnabel bzw. neu Piekser kann. Dementsprechend. Na, wir gucken erstmal. Schlag. Das ist nicht gut. Mir ist gerade erst aufgefallen, warum Rutenschlag tatsächlich die Verteidigung gesenkt. Das habe ich nie hinterfragt, aber jetzt ist es mir gerade aufgefallen. Weil sie drehen sich ja einmal um und schwenken quasi mit dem Schweif / Hinterteil. Vielleicht senkt es die Verteidigung, weil der Gegner quasi sich anbietet. Das ist mir gerade so spontan eingefallen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Game Freak würde es definitiv nicht bestätigen, sagen wir es mal so. Oh, und das. Wir gucken erstmal, wie Gary klarkommt. Gary muss raus. Tut mir leid, Gary. Weil das dauert sonst zu lange. Und wir haben heute noch ein bisschen was vor. Dann kommt... Ja, Starlight. Kommst du wieder rein. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen über Level für die Arena. Das werden wir sehen. Also mit der Arena sollte ich sowieso kein Problem haben, weil da werde ich mit Zuko durchgehen.
Ja, komm, mach was schnell. Starlight. Das war eine Expresshandlung. Sehr schön. Gary, wann entwickelt sich... Irgendwie ist mir, als würde Gary sich auf Level 30 irren, aber bei Käfer habe ich mich auch schon geirrt. Pebbles... Oh, Aquavelle ist cool. Aquavelle ist super. Welche Attacke wollen wir denn nicht mehr? Ich glaube, Härtner. Pebbles sollte sich wirklich erst auf Level 25 oder 28... Oder 18. 18, 25 oder 28. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber schauen wir mal einfach mal. Ein großer Sieg. Nee, ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Ja. Wie, der hatte nur die... Moment, habe ich zwei Goldenies besiegt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal. Ihr müsst theoretisch auch noch ein Carpador-Trainer sein, wenn ich mich nicht irre. Gar nichts, Beistern. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Angler Kenji. Bist du der Carpador-Trainer? Du bist der Carpador-Trainer. Yes. Ich habe mich doch schon gewundert, warum der hier 6 Pokémon hat. Den gibt's, wenn ich mich nicht irre, in jedem Spiel. In jedem Spiel gibt es den Carpador-Trainer. Okay, dir sollte nichts passieren. Versuchen wir... Ich habe schon mal gegen Carpador gekämpft. Welches... 60 gegen 40. Ja, testen wir's. Ups. Testen wir's mal. Was ich gerade interessant fand, dass Wasserattacken scheinbar nicht sehr effektiv sind, aber Boden effektiv. Ja, komm. Das passt. Hier. Also effektiv heißt eigentlich normal. Und sehr effektiv wäre halt sehr effektiv. Aber dass Wasser nicht effektiv gegen Wasser ist, das wusste ich bis jetzt nicht. Vor allem, eigentlich müsste Boden nicht sehr effektiv sein. Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Bei Gyarados will... Ne, bei Gyarados will ich es noch weniger verstehen. Das hat ja noch Flug. So, Gary. Ich glaube, du machst das alleine, ne? Ich hätte auf jeden Fall... Ich muss rausfinden, wann ich die... Beziehungsweise nicht rausfinden. Ich muss unbedingt die Angel finden. Das ist wichtig. Irgendwann die Angel finden. Schön, jetzt keiner Dings. Keine Aquavelle. Noch eine Aquaknarre. Ich glaube, Gary könnte potenziell auch Erdbeben lernen, wenn er sich entwickelt. Muss auch ans Late Game denken. Wir haben zum ich brauche auf jeden Fall eine Fee im Team. Ich brauche auf jeden Fall eine Fee. Oh, Moment. Ich krieg doch ein Evoli hier. Ich weiß nur nicht, ob ich Evoli in Felinara entwickeln kann hier. Es müsste gehen, theoretisch. Aber ich würde diesem Spiel auch zutrauen, dass es nur die alle Vor-Felinara hier zur Verfügung hat. Krieg ich raus. Werde ich gleich mal nachschlagen. Weil ich weiß, dass es Evoli geschenkt gibt. Das heißt, ich durfte es benutzen. Ach komm, kürzen wir es mal kurz ab. Aquavelle. Derweil kann ich mal kurz gucken. Steht hier irgendwo. Ah, okay. Freundschaft mit erlernter Fee-Attacke. Okay. Freundschaftsentwicklungen sind immer schlecht. Sagen wir es mal so. Aber kriegen wir hin. So, Aquaknarre sollte jetzt reichen. Ich hätte es witzig gefunden, wenn das Pokémon, was nur Platscher beherrscht, sich ausgerechnet mit dieser 0,nix-Attacke selbst verletzen würde. Aber leider ist sie nicht so. Leider nicht.
So, Herr Carpador-Trainer. Was haben wir denn noch? Ich glaube, in irgendeiner Generation konnte man Tatsache auch irgendwie an ein super starkes Carpador kommen. Mit sehr viel Glück. Oder Pech beim Angeln. Je nachdem, wie weit man gelevelt war. Ich meine, es war wirklich obszön hoch, das Level. War das sogar hier? Mir ist sogar nämlich Tatsache, als wäre es ein Level 100 Carpador gewesen. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwo ein extrem starkes Carpador zu fangen. Ja, komm. Komm, Gary. Mach das platt. Wir müssen zu einer Arena. Ich finde schade, dass die alle auf Level 10 sind. Ich wünschte, er würde sich ein bisschen steigern, aber okay. Ich habe übrigens ein bisschen Bammel vor dem Team Galactic versteckt. Weil ich meine, da müsste der nächste Vorstand drin sein und irgendwie habe ich mir die eingeprägt, dass die am Anfang ziemlich schwer sind, weil die ordentlich reinhauen. Und ich weiß nicht warum. Aber bei der fetten Katze habe ich mich ja schon geirrt. Aber es ist die dritte Episode und beim letzten Mal war ich, als ich unvorsichtig wurde, habe ich einfach mal 4 von meinen 6 Pokémon verloren. Das hat mich geprägt. Oh, welche Überraschung, ein Carpador. Das müsste ein letztes sein, ne? Ja. Karelle. So, Kenji. Da ist vorbei mit dir. Oh, knapp. Dann will ich mir jetzt mal kurz die Lebensstelle angucken, weil ich die noch nicht gesehen habe im Spiel. Alrighty then. Angler Kenji wurde besiegt. Ich hätte wohl besser bei der Sache sein sollen. Ja, Kenji, hättest du. Hättest du. Wobei das bei den Carpadors auch keinen Unterschied gemacht hat. So, du. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Alright. 205. Habe ich auf 205 eigentlich was gefangen? Wo ich gerade das Routenschild da sehe. Gucken wir mal. Ich glaube ja. Ja. Wenn das wirklich 205 noch ist, wie es auf dem Schild steht, dann ja. Und dann habe ich da was gefangen. Ach, stimmt. Gary habe ich da gefangen. Ich hätte geschwören können, dass nach der Route, nach dem Wald eine neue Route anfängt. Aber dem ist nicht so. Dementsprechend. Ach, es ist ja schon wieder ein Carpador. Es gibt doch eigentlich nur einen Carpador-Trainer. Komm, Gary. Kümmere dich um das Hindernis. Du musst schön groß und stark werden, weil du kannst in der nächsten Arena nicht kämpfen. Oh! Es geht doch in den Untergrund. Den sagenumwobenen Untergrund. Goldini, Goldini, Goldini. So, gegen Goldini haben wir schlechte Erfahrungen gesammelt. Starlight, du bist dran. Gott sei Dank. So, Sepp ist weg. Starlight, das ging doch schon mal besser. Okay. Sternschauer.
Schon wieder ein Carpador. Mach mich schwach hier. Ich überlege gerade, ich glaube, Starlight müsste irgendwann auch den Kismet-Wunsch lernen. Was, glaube ich, sogar sein Signature-Move sein sollte. Und der haut rein. Wenn ich mich richtig erinnere, haut der rein. Wobei ich auch schon so froh wäre, wenn es irgendwie eine Stahlattacke lernen würde. Oh, ich habe vergessen vorzulesen. Egal. Zu spät. So. Ja, es ist noch Route 205, dann dürfen wir hier nichts fangen. Schade. Aber ich habe einen Trank. Immerhin das. Sein. Oh! Wir gehen später zurück. Wir gehen nach der Arena. Muss ich dann wirklich. Muss ich dringend zu. Ich hätte auch da lang können. Okay. Nach der Arena muss ich dringend zurück, weil wir haben. In Flori habe ich noch einen Honigbaum abzugrasen. Komm, Gary, du brauchst die Erfahrungspunkte. Oh boy. Immerhin, es kann mir helfen, es zu töten. Es kann mir sogar sehr gut helfen. Okay. Ich bin jetzt mal cocky und heile mich. Wenn ich noch dazu komme, vielleicht tötet es mich jetzt auch direkt selber. Ich komme gar nicht mehr zur Heilung. Sorry, Gary. Und Level 16. Okay, ich glaube, ich sollte mich jetzt erstmal fernhalten von Pokémon, die Level 10 oder niedriger sind. Marina-Bären, klar, nehmen wir mit. Pirsif, nehmen wir mit. Das Schlimmste, was mir in der Pflanzenarena passieren kann, ist Tatsache vergiften. Achso, jetzt habe ich schon gespoilert, was die nächste Arena ist. Zack, mach die noch mit. Und let's go. Da steht schon der erste verdächtige Typ. Du da. Hey, du. Ja, du da, Trainer. Du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Wow, cool, danke. Freut mich. Hallo, Trainer. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, bitte. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in Obhut. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Immer noch fest davon überzeugt, dass es was Schlechtes ist, dass das seine Krankenschwester sagt. Aber okay, wer bin ich denn schon? Kriegen wir schon ein Fahrrad? Nee. Ach stimmt, der... Mit dem war doch irgendwas. Sind hier Fußspuren? Ach nee, das sind die Lampen. Nee, das sind die Sachen da hinten. Nicht da rein. Mach doch den Tresen zu, wenn ich nicht rein kann. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen. Aber er ist immer noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Wahrscheinlich ist er tot. Wahrscheinlich ist er tot. Das ist hier, glaube ich, der Untergrund. Huch. Haus der Untergrund, des Untergrundmannes. Tiefgründige Abenteuer. Huch. Oh. Das ist doch ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eiber aus, oder? Wie heißt du denn? Borch also. Das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia. Und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer.
In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon, einfach aus Interesse daran. Hier in Ewiggenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja auch so einem Pokémon. Ach ja, probier die hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir nützlich sein werden. TM93. Du verstaust die TM93 in der TM-Tasche. Setzt du Zerschneider über die App VM-Attacken ein, kannst du kleine Bäume beseitigen, die dir den Weg versperren. Wenn du mit dem Poketech Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orte, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokédex mit Einträgen zu füllen, denkst du nicht auch? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Da fällt mir ein, apropos Reise, und dass sie hier irgendwie wie so ein Roboter um die Ecke rennt. Ich muss meinen Schrittzähler zurücksetzen. So. Wir gucken uns doch mal hier, das ist die Statue. In der Pokémon-Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Vor allem, das sieht zum Großteil aus wie Dialga. Zumindest sieht es nicht mehr ganz so aus wie ein Mischmasch aus Dialga und Palkia wie im Original. Aber zumindest diese Schulterdinger sind von Palkia und der Hinterkörper auch, meine ich. Ja, doch. Weil Dialga steht ja auf vier Beinen. In der Pokémon-Statue steht eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von Dia. Anbeginn der Zeit. Lacht oder weint. Fluss der Zeit konstant. Segen von Dia. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwunden. Tja, da hat man sich ja richtig gut um dieses Wahrzeichen gekümmert. So, ich glaube, bevor wir die Arena aufsuchen. Was haben wir hier? Lebendige Vergangenheit, ah ja. Fangen wir uns schnell noch ein neues Pokémon. Ein Pokéball, yes. Komm schon. Wir sind auf einer neuen Route. Pokémon. Weil hier gibt es, glaube ich, potenziell einen Drachen-Pokémon. Ein Ponita. Ach. Ich brauche kein Ponita, ich habe ein Feuer-Pokémon. Ah, okay. Regel ist Regel. Ich muss dieses Pokémon fangen. Es ist ein männliches. Beim weiblichen wäre es einfacher gewesen. Dann hätte ich es einfach Wendy genannt. Aber männliches Ponita. Black Beauty funktioniert nicht. Jolly Jumper geht vielleicht. Aber erstmal muss ich es ja fangen. Ich glaube, Aquaknarre ist meine schwächste Attacke. Nee, Lebensschelle. Okay, versuch mal Lebensschelle. Okay, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich ein Feuer-Pokémon in Reserve habe, falls etwas schrecklich schief geht. Noch bis zum roten Bereich runtergehen und dann haben wir jetzt aber Zeit. Ich glaube Jolly Jumper. Jolly Jumper würde funktionieren. Ja, eine geht noch. Und dann versuche ich es mal mit dem Ball. Okay, Ball. Das ist ja schon mal. Bonita. Bonita war Level 11, ne? Oh, Suko ist aufgelevelt. Ich hoffe, er gehorcht mir noch.
Ponita, das Feuerpferd-Pokémon. Größe 1 Meter, Gewicht 30 Kilogramm. Bereits eine Stunde nach der Geburt wachsen seine lodernden Mähne und sein feuriger Schweif, was ihm eine prächtige Erscheinung verleiht. Okay. Versuchen wir mal, ob Jolly Jumper überhaupt reinpasst. Jolly... Ich glaube, ich werde es halt zusammenschreiben, weil ich glaube... Na, obwohl, wir gucken erstmal, aber ich glaube, es passt nicht. Jump... Ups. Jolly Jumper. Okay. Ich will erstmal den Bericht, aber es wird halt auf jeden Fall in die Box. Es ist Level 13 sogar. Level 13, weil dann trage ich das gleich mal in meine App ein. Level 13. Was hat es für... Es ist still. Still ist, glaube ich, nicht gut. Achso, erstmal hier auch den Namen eingeben. Jolly Jumper. Müsste übrigens das Pferd von Lucky Luke sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich habe es gerade auch schon gesagt, aber... so, was ist deine Fähigkeit? Angsthase. Ach. Ups. Zu weit. Shit. Einmal verklickt. Level 13. Still. Jolly Jumper. Okay. Safe. Oder hast du noch ein Item? Das ist bestimmt kein Item, ne? Nö. Okay. Ab in die PC-Box mit dir. Ach, es hätte ein... Ich vergesse mal, wie es heißt. Knackrack? Ist das Knackrack? Der laufende Kiefer? Ich glaube, das ist Knackrack. Moment. Es muss doch hier irgendwo einen Angler geben. Du interessierst mich nicht, Knecht. Ewig genau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémons erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert. Aber das Wichtigste bleibt bestehen. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so sein. Wird auch weiterhin so sein. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, stellte sie den Mittelpunkt vieler Feste dar. Ja, dafür habt ihr euch richtig schlecht um diese Statue gekümmert. Dafür, dass sie euch so wichtig ist. Aber okay. Was weiß ich. Ich will gucken, ob hier noch irgendwo die Angel zu finden ist. Oh, ist das der Kräuterladen? Willkommen im Kräuterladen. Für wirkungsvolle und preiswerte Medizin bist du hier genau richtig. Was hast du denn? Heilpuder, das alle Statusprobleme aufhebt. Oh, ein Hyperheiler. Ja, nee, wir kaufen nichts. Weil ich meine mich zu erinnern, dass die einen Nachteil hatten, die Puder. Also, was Freundschaft und sowas angeht. So, wir gehen noch nicht zum Untergrund, Mann. Das heben wir uns auf. Wir gehen jetzt in die Arena. Oder nee, wir gehen erst in den Shop. Nein, wir können... Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen. Ein Heilball. Ein wohltuender Ball erfüllt alle KP des gefangenen Pokémon auf und behebt alle Statusprobleme. Wir kaufen davon mal 10 Stück. Nur für den Fall. So, wie viele? Welchen Supertränk? Brauche ich Supertränke schon? Schaden kann es nicht. Wir kaufen davon mal 8 Stück, dann kommen wir auf 10. Und von den Tränken haben wir auch noch genug. Okay. Ich glaube, wir sollten gut vorbereitet sein für die Arena. Und hier müsste es das Evoli geben. Wohnanlage Ewig genau. Namensbewertung möglich. Ach, das auch noch. So, was gibt's hier noch?
Ja, shit, hier ist niemand. Weil ich glaube, die Stadt wird sowieso erst richtig sinnvoll, wenn ich Team Galactic vermöbelt habe. Okay, ich pack gleich mal Zuko nach vorne. Bevor du gegen mich, die Arena-Leiterin, antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück! Alright. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir eine richtige Grafik gemacht haben. So, wir versuchen natürlich alle Trainer zu besiegen. Okay, ich sehe das Problem an dieser Arena. Aber krass, dass sie in ihrer Arena Bäume wachsen lässt. Okay. Das ist ein richtiger Wald. Sie sollte doch eigentlich hier sein. Wie konntest du mich nur finden? Also gut, kämpfen wir. Alright. Göre Anne fordert dich heraus. Kikugi. Ach, die Pflaume. Nee, Kirsche, oder? Ich bin mir immer noch nicht sicher. Es sieht für mich aus wie eine Pflaume, aber dass da noch so ein kleines Dingel dranhängt, spricht ja für eine Kirsche. Wir nehmen mal keine Gefangenen. Flammrad. Gut. Roselia. Das hätte aus Keimling werden können. Theoretisch darf ich mir auch nur Roselia fangen. Weil ich die Reihe schon gefangen habe. Aber wir gucken mal. Also es würde auf jeden Fall nicht als erste Begegnung zählen. Das meine ich damit. Brennen wir es nieder. Weil das könnte mich vergiften. Das wäre schlecht. Aber es hatte keine Chance. Ach ja, ich wollte ja Yui raus. Aber ich habe noch keinen Ersatz für Yui. Solange ich keinen Ersatz für Yui habe, bleibt Yui drin. Weil ich habe nur ein Feuer-Pokémon. Oh, ich habe schon wieder nicht vorgelesen. Ich habe nur ein Feuer-Pokémon, was ich reinpacken könnte. Und ein Wasser-Pokémon. Der nächste Trainer befindet sich in der Nähe von zwei Felsen am Ende eines Weges, glaube ich. Da war ein Fels. Haben wir hier noch irgendwo Felsen? Hier. Meine Pflanzen-Pokémon. Nee. Meine Pflanzen-Pokémon beherrschen ein paar mächtige Spezialattacken. Denke also nicht, ich würde es dir leicht machen. Aroma Lady Petra. Knospen. Ach, Keimling. Knospi könnte mich vergiften. Ich glaube, wir brennen hier einfach mal alles nieder mit dem Flammenrad. Ich traue der Glut nicht und ich habe zu sehr Angst, dass wir vergiftet werden. Die nächste Arena könnte Wasser sein. Ich bin mir nicht sicher. Es wartet auf jeden Fall eine Wasserarena auf mich, aber ist es die nächste? Ich bin mir echt nicht sicher. Wasser oder Kampf? Ich glaube aber Wasser. Und da sehe ich nach jetzigem Stand nicht so gut aus. Das ist wieder ein Knospi. Oh no! Und davor hatte ich Angst. Aber Gott sei Dank ist der Kampf vorbei. Je schöner die Blume, desto schneller verblüht sie.
Natürlich, der Hinweis auf den nächsten Trainer. Hinter dem mittleren der drei Bäume. Das sollte reichen. Viel Glück. Ja, das reicht, aber ich gehe jetzt erstmal zum Pokémon Center. Kann ich halt durch? Nein. Weil ich will die Vergiftung loswerden. Bevor die Vergiftung mich los wird. Irgendwie läuft sich's komisch in dieser Kamera. Ist der Winkel da anders? In diesem Raum. So, heilen, heilen, heilen. Huch, nein. Mann, geh mir aus dem Weg. Warum sind hier eigentlich so viele Käfer-Trainer und Ast-Trainer? Ja, ja. Ich bin ja da. Ich komme auch nochmal, versprochen. So. Nein, mit dir wollte ich nicht sprechen. Geh weg. Oh. Dankeschön. Okay. Nein. Nee, das ist nicht die App, die wir suchen. Das müsste die App sein. Das ist die doch nicht. Wir gucken mal noch weiter. Was haben wir hier noch? ZVM-Attacken, Uhr, Taschenrechner, Notizblock, Schrittzähler. Ne, das muss die Zutraulichkeits-App sein, oder? Das muss hier weg. Komm schon, du bist auch lange bei mir. Okay, ich hab keine Ahnung, was mir das sagen soll. Zurück zum Schritt. Ne, wir brauchen die VM-Attacken. Ich brauche die VM-Attacken demnächst. So. Auf in die Arena. Zünden wir alles an. Ich könnte mir übrigens vorstellen, auch bei niegelnagelneuen Pokémon-Spielen eine Nuzlocke draus zu machen. Vielleicht mit leicht abgeänderten Regeln. Aber das muss ich mir noch überlegen. Du kannst die Gestalt einer Blume verbergen, nicht aber ihren Duft. Oh, das klingt viel zu jung für Aroma-Lady Giza. Das muss ich nochmal umwenden. Cellast! Oh. Zünden wir dich an. Flammrad. Sehr schön. Oh, ich wünschte, Pebbles würde sich bald weiterentwickeln. Ich wünschte es mir. Das war's schon. Dein Können lässt sich auch nicht verschleiern. Dein nächster Gegner wartet neben vier Blumenbüscheln auf dich. Das war da hinten. Ich sehe auch schon den Blondschopf. Gott, ey. Wo ist der Eingang? Da. Du hast mich also tatsächlich gefunden. Natürlich werden wir jetzt kämpfen. Schönheit Stella. Roselia. Wir haben auch alle die gleichen Pokémon, habe ich das Gefühl. Ich weiß leider nicht, was sie hat, was die Arena-Leiterin für Pokémon hat. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Mir war so, als hätte sie einen Bisa-Knosp. Aber mir wurde jetzt schon bestätigt, sie hat keinen Bisa-Knosp. Vielleicht ist es ein Platin so. Irgendwo in meinem Hinterkopf habe ich diese Erinnerung. Level 17. Oh, das ist der stärkste Gegner bis jetzt. Wann entwickelt sich Gary eigentlich? Egal. Finden wir raus. Finden wir später raus. Och, Bu,
hast mich besiegt. Jetzt ist nur noch die Arenaleiterin übrig. Geh schon, hab keine Angst. Ich hab keine Angst, sie hat ja nur Pflanzen-Pokémon. Deswegen, ich glaube, das könnte der langweiligste Part meiner Nuzlocke-Challenge sein. Diese Arena. Sagt er und wahrscheinlich werde ich jetzt niedergemäht. Du hast mich warten lassen. Ich leite die ewig genau Arena. Man nennt mich Silvana, die Pflanzenmeisterin. Ich wusste, dass du es zu mir schaffen würdest. Auf meine Instinkte kann ich mich immer verlassen. Du hast eindeutig die Aura eines Gewinners. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Und es sind halt wirklich diese coolen Models drin. Diese coolen Character Models. Und sie haben sich trotzdem für die Chibi-Look entschieden. Es ist so schade. Okay. Brenn es nieder. Level 19. Ich habe schon das Gefühl, ich bin überlevelt, aber ich glaube, die Gefahr war unberechtigt. Ich bin trotzdem OP für diese Arena. Keine Frage, aber... Cellast. Oh, vielleicht hatte ich das abgespeichert als dieser Knosp im Kopf. Zünd das an. Cellast könnte das Flammrad sogar überstehen. Ich meine nämlich, Cellast hat eine gute Verteidigung. Nein. Okay. Zeig mir, was du noch hast. Das ist jetzt bestimmt über Level 20, oder? Ich tippe mit Level 21. Das ist noch nicht das Ende. Roserade. Oho. Du könntest tatsächlich gefährlich werden, weil du mich vergiften kannst, wenn du das lange herauszögerst. Oh, das war... Oh no. Paralyse. Aber ich sehe was positiv. Ich kann nicht mehr vergiftet werden. Warum habe ich eigentlich hier Suko keine Biere gegeben? Fällt mir gerade auf. Hast du etwas gesagt? Glaubst du etwa, mich in die Ecke gedrängt zu haben? Nein, ich hab mir eher gedacht, dass es jetzt vorbei ist. Strauchler. Das ist nicht gut. Aber es ist auch vorbei. Strauchler kann, glaube ich, gefährlich werden. Suko erreicht Level 23. Kekfe erreicht Level 20. Yui erreicht Level 15. Pebbles erreicht Level 21. Sehr schön. Ich gucke jetzt mal kurz, weil ich glaube, ich werde doch die Flott... Für das, was ich nämlich vorhabe, brauchen wir Flottbälle. Denke ich. Gary erreicht Level 18. Arena-Leiterin Silvana wurde besiegt. Unglaublich! Du bist unfassbar stark. Oh, die Animation gefällt mir. Die gefällt mir auch, wenn man sieht, wo sie loopt. Aber wie gesagt, warum haben sie nicht diesen Stil benutzt? Warum haben sie den Chibi-Loop genommen? Der halt wirklich aussieht wie ein schlechtes Mobile-Game. Anyway. Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist echt ein starker Trainer. Ich weiß. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Ach, weißt du, das geht. Das zeigt, wie sehr du sie magst. Als Zeichen meiner Anerkennung überreiche ich dir das hier. Kling. Das sind schon zwei. Du erhältst den Waldorden von Silvana. Mit dem Waldorden kannst du die VM-Attacke Zerschneider über deinen Poketech verwenden. Da du jetzt zwei Orden hast, werden dir alle getauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Die hier gebe ich dir auch noch. Ein Geschenk von mir persönlich. Das müsste Strauchler sein. Oh, es sind die Sticker. Und TM
86. Wir müssen übrigens gleich noch über den Witcher sprechen. Ich habe da heute was gesehen. Aber erstmal gucken wir uns an, was Sylvan noch zu sagen hat. Die TM 86 enthält die Attacke Strauchler. Eine meiner Lieblingsattacken. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden richtet sie bei ihm an. Oh, Kekfe wäre sofort tot gewesen. Alright. So, dann gehen wir erstmal. Oh Gott, ey. So, ach so, ja, ich muss ja den Code erstmal eingeben. Geil, Geschenk. Ich will mal gucken, haben wir schon was. Gibt's was Neues? Habe ich irgendwas verpasst? Keine Geschenke, okay. Oh Gott, die sind ja so scheiße einzugeben. Okay, per Seriencode. Ja. Zack, zack. 4, 9. So, und den Rest mache ich mal. Nur zur Sicherheit. Wo ist es? Nur zur Sicherheit. Ohne Stream. Wer weiß. Ich sehe, dass jemand im Stream ist und dementsprechend. Mache ich das lieber so. Zack. Okay. Geschenk für die Käufer der Download-Version. Perfekt, das ist es. Die Animation finde ich übrigens cool. Wenn es die schon vorher gab, habe ich es verdrängt. Nee, vergessen. Verdrängt passt nicht. Ah, dieses Geschenk aus den Sternen finde ich super. 12 Flottbälle. Perfekt. Ich speichere mal lieber, weil ich glaube, wenn jetzt irgendwas wäre. Ach so. Wenn jetzt irgendwas wäre, also wenn jetzt Stromausfall ist oder sonst irgendwas, dann wäre der Code trotzdem eingelöst, in Anführungszeichen. Und die Flottbälle wären weg. So, ich gehe jetzt erstmal da nach hinten. Wir holen uns jetzt nämlich 2 Pokémon. Geh mal den Weg. Wir holen uns jetzt nämlich in der Villa hier. Ein wildes Mediza setzt das Schneider ein, um dir zu helfen. Wir holen uns in der... Na, weg. Wir holen uns in der Villa, nämlich ein Geister-Pokémon, habe ich beschlossen. Oh, da ist ein Pokémon. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie stark die sind, deswegen bleiben wir erstmal hier vorne. Habe ich einen Notfallplan? Nein. Oh. Oh, wir müssen auf jeden Fall... Nein, wir müssen Zuko tauschen. Zuko ist gerade nicht... Nein. Falscher Knopf. Ich glaube, Kekfe wäre ganz gut, weil mit Normal haben wir schon mal Schutz vor Unlicht... vor Geistattacken. Kekfe, du musst uns retten. Wir gehen mal tiefer rein. So, ich hoffe, die Gegner sind jetzt... Oh, Nebulak, sehr schön. Oh, so schwach. Ich hab mehr erwartet, gebe ich zu. Will ich dafür wirklich schon einen Flottball verwenden? Nein, wir versuchen es erstmal mit einem Primärball, denke ich. Es ist wirklich sehr schwach. Und es gehört mir. Okay, das reicht gleich mal in die Liste ein. Ein weiblicher Geist. Wie nenne ich einen weiblichen Geist? Weil das Ziel ist mindestens Apollo. Wenn ich irgendwen zum Tauschen finde, sogar Gengar.
Nebulak, das Gas-Pokémon. Größe 1,30 Meter. Gewicht? 100 Gramm? Nee, Moment. Doch, ja, 100 Gramm. Das ist schwer für so eine Gaskugel. Sein Körper besteht zu 95% aus Gasen. Bei starkem Wind wird es fortgeweht. Übrigens, in irgendeinem Pokédex-Eintrag steht, aus was Nebulak... also was die restlichen 5% von Nebulak sind. Ja, ich möchte Nebulak einen Namen geben, aber wie? Wie nenne ich es? Das ist die große Frage. Wir haben es gefangen auf Level 12. Trage ich das erstmal kurz ein. Wie nenne ich einen weiblichen Geist? Ha. Huh. Ich gebe zu, ich habe keinen Schimmer. Ein weiblicher Geist. Wer ist das Ring? Wer ist das Ringmädchen? Weil das ist jetzt gerade der einzige weibliche Geist, der mir so einfällt. So spontan. Der einen Namen hat. Weil ich weiß, es hat im Original einen Namen. The Ring. Über Besetzung zufällig? Steht das hier? Mara. Okay, versuchen wir es anders. Ring Girl. Name. Ich finde hier nur Samara. Samara Morgen. Ah, okay, hier haben wir Sadako Yamamura. Oder Samara. Gehe ich aufs... bin ich damit zufrieden? Nee, nicht wirklich. Ein Geist. Ein weiblicher Geist. Haben wir vielleicht irgendeinen Geist aus der Popkultur? Einen anderen Geist aus der Popkultur? Ein Geist. Für männliche Geister fallen mir so viele Namen ein. Es kann doch nicht sein, dass es so wenig weibliche Geister aus der Popkultur gibt. Ein Geist. Schlecker? Nee. Schlecki? Wegen Apollo dann? Aber nein. Ein Geist. Ein weiblichen Geist. Oder irgendwas weibliches. Unheimliches. Oh, ich hab's. In Anlehnung an Bauset. Buet. Buet.
Buet. Bericht von Buet. Bin ich stolz drauf, aber es fiel mir gerade ein. Nickname. Buet. Was kann es denn? Oh, es ist Pokédex 69. Okay. Ich bin wirklich nicht zufrieden mit Buet, aber erstmal gehen wir da, damit. Vielleicht gewöhne ich mich auch dran. Schwebe. Es kann Schwebe. Sehr schön. Schwebe ist super. Oh, Hypnose. Oh, wenn ich jetzt so Traumfresser lernen kann. Hammer. Achso, das ist weiblich. Das muss ich noch mit draufpacken. Was ist denn dein... Was ist dein Wesen? Froh. Ein frohes Buet. Froh. Okay. Okay, hier in der Villa dürften wir, sollte ich irgendwann mal freitags streamen, was nicht passieren wird, dürften wir uns hier ein Rotom holen. Aber ich glaube, das Rotom gibt es sowieso erst im Postgame. Egal. Buet, du kommst ins Team und du ersetzt Yue. Ich glaube, wir könnten, hätten hier sogar schon ein richtiges Apollo fangen können. Egal. Hier gibt es auf jeden Fall noch mindestens ein Item. Die Statue scheint dich anzustarren. Hallo. Spezialität. Okay. Ich glaube, Buet muss ich nochmal umbenennen. Mit Buet bin ich nicht zufrieden. Ja, weil ein Meister. Was haben wir hier für Bücher eigentlich? Dieses Regal ist randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Dieses Regal. Ja, okay. Hier vielleicht auch? Oh. Ein Buch Pokémon. Nebulak, okay. Ich muss jetzt kurz gucken. Ich will jetzt gucken. Das nervt mich nämlich. Ich will wissen, weiblich. Arwen? Vom Herr der Ringe? Nein. Mythische Namen für Mädchen, das ist doch dumm. Ich will Geist. Weiblicher Geist. Machen wir es so. Nee, es hilft mir alles nicht weiter. Egal. Mit Buet bin ich nicht zufrieden. Da muss was Besseres kommen. So, was haben wir hier? Ja, gut. Wir haben hier also nur Fotobänder. Keine Lore. Sind hier die... Ist hier das Esszimmer? Oh, hier ist das Zimmer. Und da ist der Fernseher. In diesem Fernseher würde Rotom erscheinen am Freitag. Kann ich eigentlich in diesem Bett schlafen? Nein. Oh. Oh, die Augen, die haben sie besser gemacht. Die, gut, aber die kann man noch nicht schlechter machen. Die Augen, die roten Augen. Wir gehen mal zu dem Bild. Oh. Ist das Beethoven?
okay. Schon wieder Nebulak. Mir ist sogar so, als könnte man hier mit ein bisschen Glück Gengar fangen. Wobei ich glaube, Gengar wäre zu stark. Aquaknarre. Oh oh. Oh Gott sei Dank. Hui 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 hui. Und bei Nebulak bin ich mir ziemlich sicher. Es entwickelt sich exakt auf Level 25. Weißt du wahrscheinlich auch, bei das Level ist, auf dem sich Kleinstein entwickelt. Delegator. Sweet. Irgendwo sieht man nämlich auch noch ein kleines Mädchen. Wir gehen mal in den Fernsehraum. Und dann gehen wir durch den Wald zum Honigbaum. Nach dem Honigbaum mache ich Team Galaktik. Komm schon, Kekfe, du bist besser als das. Du schaffst das. Ich glaube an dich, Kekfe. Komm schon. Ja, sehr schön. Was für ein unheimlicher Fernseher. Er scheint dich gerade anzustarren. So, dann gehen wir noch in das nächste Zimmer. Tauchen die Geister auch nur zu bestimmten Zeiten auf? Furchttafel! Für Arceus hätten wir jetzt die erste Tafel gefunden. Auf der Rückseite der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Bei der Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Du hast die Furchttafel in der Trainingstasche. Stimmt. Mich hat irgendwie früher immer gestört. Erstens, dass es so viele Tafeln gibt und zweitens, dass man diese Inschrift nie wieder lesen konnte. Ist das immer noch so? Ja, Unlicht. Ich hätte schwören können, das ist Geist, aber okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich glaube, halt, sind das auch hier wieder nur Bildbände? Ja. Gut, gehen wir in den Speiseraum. Da sollte nämlich noch was auf uns warten. Für Wasser bin ich momentan echt schlecht aufbereitet, aber ich glaube, ich kann es inzwischen ausgleichen. Weil ich sollte gegen Wasser jetzt auch keine Schwächen haben momentan. Oh no. Ich muss hier mal durchhalten. Komm, du schaffst das, Kekfe. Ich glaube an dich. Aufwachen, Kekfe. Aufwachen. Kekfe. Kekfe. Horror. Scheiße. Kekfe, geht doch. Oh, Nebula könnte eklig. Oh, gibt's Heroin genau in diesem Spiel? Oder einen aus. Oder Isso. Ich wollte gerade sagen, oder einen aus der wohin genau Entwicklungsreihe, aber es gibt nur noch Isso aus der wohin genau Entwicklungsreihe. Ich glaube, es gibt Isso in diesem Spiel. Das könnte schlecht werden. So, ab in den Speisesaal. Wo sind die Geister? Müssen die Geister nicht hier sein eigentlich? Ich könnte schwören, hier sind Geister normalerweise. Ein Mädchen und ein Butler.
Oder sind die auch nur freitags da? Ich bin so verwirrt. Genauso wie Kekse. Ich habe tatsächlich was gefunden. Nee, schade, doch nicht. Wir haben potenziell die Chance, Buet umzubenennen. Kekfe, was ist los? Oh Gott, Kekfe, machst mich schwach. Pass ich einmal nicht auf, ich muss aufpassen, aber ich will für Buet einen neuen Namen finden, das geht so nicht. Ich glaube, wir haben was. Das gefällt mir. Madame Koi Koi ist in der Auswahl. Nein, du kämpfst weiter. Ach, bitte tu dir nicht weh. Kekfe! Kekfe. Die wilde Jagd, aber die wilde Jagd ist halt eine. Wir gucken mal nach europäischen Geistern. Aber die wilde Jagd passt halt überhaupt nicht. Erstens, weil die wilde Jagd mehrere sind und zweitens, weil sie nicht weiblich sind, soweit ich weiß. Come on, Kekfe! Ich glaube an dich. Gott sei Dank. Die weiße Lady bringt mir halt auch nichts. Blaue Lady. Haben wir vielleicht irgendwas, was. Das Problem ist, dass die meisten europäischen Geister haben halt keine Namen, nur Beschreibungen. Die weiße Lady, die blaue Lady. Wir bleiben erstmal bei Buet. Buet ist Tatsache das einzige Pokémon, wo ich bereit bin, einen anderen Namen zuzulassen. Warum sind keine Geister hier? Wir sind normalerweise Geister. Deswegen ist da irgendwas in den Abfalleimer. Yes. Warum ist nichts in diesen blöden Bäumen? Hier sind eigentlich Geister. Das nervt mich zu sehr. Um es in Worte zu fassen.
Und es nervt mich, dass ich keinen besseren Namen gefunden habe als Buett. Vielleicht noch irgendwas mit, in Sachen Pan? Vielleicht ein Wortspiel? Das wäre vielleicht nur eine Möglichkeit. Au. Das wäre tatsächlich nur eine Möglichkeit. Irgendwas mit dem Wortspiel. Toll, ich kann die Inschrift nicht mal lesen. Cool. Wir gehen wieder. Hier sind eigentlich Geister. Also nicht nur Geister-Pokémon. Halt, das muss noch mit. Äther. Cool. Da ist nichts. Wir gehen. Nein. Zack. Ich weiß ja nicht, wo die Items hier sind. Oh, da ist ein Item. Ein Glas Honig. Wer lässt denn ein Glas Honig im Wald stehen? Ich glaube, hier müsste noch was sein. Nee. Das waren die Psychos, genau. Oh, gegen euch habe ich noch nicht gekämpft. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist gerade ganz schlechtes Timing. Ich hätte meine Pokémon einsammeln. War ich so schockiert, dass ich gar nicht gelesen habe, was sie gesagt haben. Okay, okay, okay. Das kriegt ihr hin. Kekse muss erstmal raus. Buett, dein Typ wird verlangt. Und du, liebe Starlight. Anton. Ich überlege gerade, ist das schon Kampf? Ist es schon Psy? Womit fängt's an? Wir versuchen es einfach mal. Sehr schön. Und es. Ach Gott. Das wäre beinahe schief gegangen. Buett muss schon wieder raus. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wir können unser einziges Geist-Pokémon nicht verlieren. Ich glaube, Sternschauer trifft beide. Ja. Ich hab einen Namen! Ich hab einen Namen! Oh mein Gott, ich hab einen Namen! Ich hab einen Namen, ich muss nur kurz nachgucken, wie sie heißt. Sie ist Spectre? Ghost! Ach, Ghost ist mir zu unspektakulär. Wir haben doch keinen Namen. Anton. Dann noch die Ackerwelle. Genau, egal, ob das angeblich nicht effektiv ist. Ich habe einen Namen. Ich habe einen Namen. Oh mein Gott, ich habe einen Namen. Ghostbusters. Ich bin nicht klar.
Come on. Wie schreibt sich Gozer? Gozer, wo bist du? Gozer. Dein Sieg ist irgendwie alles andere als seltsam. Medici. Cool. Wir müssen raus aus dem Wald. Wir gehen gleich weiter durch den Wald, keine Sorge. Aber wir müssen erstmal raus. Ich muss... Ah, Baumpel. Ich hätte gerne einen Baumpel gehabt. Ach, stimmt, hier habe ich mein potenzielles Fang-Pokémon getötet. Ich glaube, es war sogar ein Baumpel. Deswegen wiederholen wir das einfach mal. Und ich erspare euch jetzt den Wald, habe ich beschlossen. Wir gehen jetzt gleich einfach mal zu dem Honigbaum. Und dann wieder zurück. Aber erstmal müssen wir Buett umbenennen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist Gozer eigentlich laut Ghostbusters Lore geschlechtsneutral, aber wurde halt gespielt im Film von einer Frau. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja, bitte. Welche Pokémon darf ich den Spitznamen bewerten? Von Buett. Aha, Buett also, ein passender Spitzname. Aber wollen wir ihm nicht einen noch viel passenderen geben? Was meinst du? Ja. Sehr schön. Wie soll sein neuer Spitzname lauten? Gozer. Aber Gozer ist... Sorry, ich muss das kurz gegenchecken. Ich meine, Gozer ist geschlechtsneutral. Gozer. Gozer, der Gozerianer. Seine Fantasiegestalt, die sich so nicht in religiösen Mythen und Legenden wiederfindet. Naja. Ursprünglich sollte Gozer die Form des Charakters von Ivo Shandor, den Architekten des Hauchhauses, annehmen. Blablabla. Nein, das ist nicht der. Das Ghostbuster-Wiki, da haben wir es doch. Ist genderless. Obwohl es als erstes aufgetaucht ist. Weil es im Film als erstes als weiblich aufgetaucht ist, weil es sich dazu entschieden hat. Das finde ich sehr gut. Deswegen nehmen wir Gozer. Alles klar, von nun an heißt ein Pokémon Gozer. Dieser Name passt viel besser zu ihm. Das stimmt. Eine gute Entscheidung. Ja, ich geh mal hoch. Wo finde ich Evoli? Ich brauche Evoli. Werbung. Pokémon Supermärkte. Hier wird man stets mit einem Lächeln begrüßt. Diese TM habe ich schon so lange. Ehrlich gesagt, brauche ich sie nicht mehr. Hier, hoffentlich kannst du mehr damit anfangen. Du als TM 67. Du verstaust die TM. Und was ist das? Leute wie ich haben eine Vergangenheit, auf die sie zurückblicken können. Ihr jungen Leute könnt euch dafür auf die Zukunft freuen. Ah ja, okay, wir gucken nach. Mütterchen, wenn du es mir nicht sagen willst, fein. Aufbereitung. Recycling eines getragenen Items, das zuvor im Kampf verwendet... okay. Nutzlos.
Setzt eine kleine Menge KP ein, um eine Doppelgänger zu... Ach so, das ist Delegator. Ja, nee. Das ist der Schneider. Nee, wir haben nichts Gescheites momentan. Aber immerhin... Hat jetzt unser Nebulak einen gescheiten Namen. Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Ey, fühl mich beleidigt. Das ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. In den Untergrundhöhlen liegt schimmernde Steine auf dem Boden. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nun meine Pokébälle beklebe. Bald kann ich mich der Herausforderung der Super-Wettbewerbsshow in Herzhofen stellen. Cool. Okay. Dann kriegen wir Evoli wahrscheinlich doch erst nach Team Galaktik. Auch gut. Wir gehen jetzt, wie gesagt, aber erstmal zum Honigbaum. Wir gehen zum Honigbaum und dann Team Galaktik und dann soll es das auch für heute gewesen sein, denke ich. Weil dann habe ich alles geschafft, was ich vorhatte. Ne, nicht hier. Was ich letzten Montag schaffen wollte. Weil ich merke, es war vielleicht ein bisschen ambitioniert. Gott, mir gefällt das hier nicht. Ich muss mal kurz was testen. Reicht das, wenn ich es anquatsche? Ja, okay. Sehr schön. Braucht die App also nicht. Dann kann ich doch einfach wieder zum Schrittzähler. Sehr schön. Ist hier irgendwas? Oh, hier gibt's Bären. Sweet. Da hängen zwei Himbeeren. Ja, die nehmen wir. Ja. Der Lehmboden ist mir aber egal. Mob-Bären. Ja. Arena-Bären nehmen wir. Und die Siedelbären. Oh, du verwendest ebenfalls die Kapseldeko? Dann habe ich hier genau das Richtige für dich. Blattsticker. Naja. Ein Sticker kann unterschiedliche Effekte haben, je nachdem, wo auf der Ballkapsel er klebt. Manchmal zerbreche ich mir den lieben langen Tag den Kopf darüber, an welcher Stelle ein Sticker nun am besten passt. Ich habe diese Sticker nie kapiert, ehrlich gesagt. Was möchtest du tun? Wir wählen mal einfach Zuko aus. Sticker anbringen. Was haben wir denn? Feuer. Loder-Sticker D. Dieser Sticker löst eine Explosion blaue Flammen aus. Ich weiß echt nicht, was das bedeutet. Alles aber okay. Nein. So, und wie sieht das jetzt aus? Ansicht wechseln. Oder muss ich die tauschen? Muss ich die vielleicht so anbringen?
Es passt auch nicht zu ihm. Versuch mal die roten Flammen. Hey. Ich will einfach... So, was hiermit nochmal? Also, gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht auch gut aus. Was haben wir denn noch eigentlich? Zaubersticker. Dieser Sticker, niedlich pinke Wirbel, okay. Fade-Sticker. Düster-Sticker. Ach du Schande, so viele Blumen. Konfetti, ne. Rauch. Linien. Okay. So ist schon gut. So ist schon gut. Okay. Das hebe ich mir vielleicht nochmal für die Pokémon-Liga auf. Also, dass wir dann quasi die vorbereiten, die bis dahin durchgehalten haben. Zuko als der Starter hat ja einen Sonderstatus, sagen wir es mal so. Dementsprechend ist das da okay. Okay, fangen wir unser Pokémon in Flori. Oh no, es ist Tatsache, es verfällt. Okay. Dann wollen wir jetzt natürlich nichts daran schmieren. Interessant. Okay, ich muss mich in diese Honigsache nochmal reinlesen und dann bereite ich das vielleicht für den nächsten Stream vor. Mal gucken. Mal gucken, aber gut zu wissen, es verfällt also. Was für eine dumme Mechanik. Ich habe jetzt halt wirklich, Gott sei Dank, habe ich Honig im Wald gefunden. Ich habe einmal eine Portion Honig vergeigt. Dumm. Oh, das ist dumm. Das ist wirklich ärgerlich. Oh, komm ich hier hin? Oh. Portion Silberstaub. Silberstaub ist doch für Käfer-Pokémon, wenn ich nicht irre. Schlafrede. Oh, das ist eine gute Kombination mit Erholung. Könnte ich mir für Kekfe vorstellen. Wenn ich ehrlich bin. So. Zack. Und kümmern wir uns jetzt ums Team Galaktik. Mein Team fit eigentlich? Nope. Ich muss immer. Warum habe ich es nicht geheilt? Und ich glaube, den Untergrund, den hebe ich mir tatsächlich für den nächsten regulären Stream auf. Obwohl, wenn ich mir das angucke... Weil Team Galactic wird hart. Ich würde sagen, wir machen heute einen kürzeren Stream. Und beim nächsten regulären Stream... Geht's dann weiter, geht's in den Untergrund und zu Team Galactic. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, für diesen spontanen Pokémon Nuzlocke-Stream.
Wir haben nicht so viel geschafft, habe ich das Gefühl, aber immer ein bisschen. Und das war es auch wert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.